Jan möchte euch zeigen, wie man eine Rumpfanlenkung herstellt. Dafür haben wir hier mal einen Rumpf aufgeschnitten, um mal reinzuschauen, was da so wirklich passiert in so einem Rumpf. Ja, wir haben hier einen Rumpf mal aufgeschnitten. Hier kann man die Aluminiumplättchen für die Flächenbefestigung sehen. Hier haben wir schon mal das Rudermaschinenbrettchen eingeklebt. Hier oben würde nachher die Kabeldurchführung reinkommen. Ja, und dann wollen wir jetzt mal gucken, wie wir hier eine vernünftige Seilanlenkung kriegen. Und halt seht ihr, dass hier der Deckel unten ist. Die Erklärung dazu ist, dass unser Seil, simuliere das mal mit einem Stahldraht, um das besser zu zeigen. Wenn unser Servo hier oben sein würde, dann würde das Seil hier irgendwo eine Umlenkung erfahren und hier unten immer scheuern. Was auf Dauer für das Seil und auch, glaube ich, für eine saubere spielfreie Anlenkung nicht nötig sein muss. Also habe ich irgendwann mal entschlossen, das Servo nach unten zu legen. Und wenn man hier jetzt mal reinschaut, dann sehe ich, dass ich hier eine saubere Führung habe für das Seil, ohne dass das irgendwo umgelenkt wird. Wir brauchen dafür einen Schmuckdraht, der ca. 0,3 mm, der ist von innen ist eine Edelstahlseele drin und außen ist er mit eine Nylon-Ummantelung drum. Das hat den Vorteil, dass auch an irgendwelchen Durchbrüchen oder so dieser Draht nicht aufscheuert. Der Vorteil von diesen Drähten gegenüber einer Dyneema-Schnur ist, dass die Dyneema-Schnur bei Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen immer dazu neigt, dass die Ruder sich verstellen. Wer vielleicht häufig mal in der Halle fliegt und dann diese Dyneema-Anlenkung wundert sich, im Sommer ist alles schön stramm, im Winter aus dem Auto geholt, in die Halle reingeholt und alles ist wabbelig hinten. Schmuckdraht hat diese Eigenschaften nicht oder so gut wie gar nicht. So, dann brauchen wir dazu einen Rest Bowdenzug Innenseele, komme ich gleich zu, warum. Für die Verkrimpung der Schlaufe nachher gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Ich werde nur zwei zeigen. Was man gut gebrauchen kann dazu ist eine Krimpzange für Servokabelanschlüsse, super ist. Es geht allerdings auch mit einem normalen Seitenschneider. Muss man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Was wir dazu gebrauchen können, ist dann eine Nadel von einer Einwegspritze oder man holt sich aus dem Angelgeschäft, wenn sowas in der Nähe ist, ein paar um Hechtvorfächer zu verkrimpen. Gibt es so kleine Hülsen, die man dort auch drüber ziehen kann. Ich persönlich benutze das eigentlich so gut wie gar nicht. Wer mich kennt, weiß, dass ich immer versuche, alles sehr einfach zu machen. Ich mache den Anschluss am Ruder meistens so, dass ich einfach wirklich nur eine Schlaufe lege. Na, nochmal, eine Schlaufe lege, na, nochmal, eine Schlaufe lege, Seil da einmal durchziehe, funktionell und, muss ich sagen, da gibt es ja diese schöne Werbung, kostet da nichts oder fast gar nichts. So, warum hier so ein Bowdenzugröhrchen? Man kann sehr schön hier einfach den Draht durchfedern, hat eine super Führung und den bringe ich so an, dass der in etwa auf Höhe des Ruderhorns liegt. Und hier hinten lasse ich ihn sogar meist lose. Da passiert nämlich gar nichts. Ich kann ihn hier vorne mit 5 Minuten Epoxy ankleben. Oder ich kann auch Sekundenkleber nehmen. Ich muss ungefähr das Röhrchen auf Höhe des Servohörnchens einsetzen. Wir machen es mal mit Sekundenkleber, weil es einfach schneller geht. Und hier ist es natürlich schön einfach. Ja, warum das Röhrchen? Das kann ich euch gleich als erstes mal eben zeigen. Und zwar, normalerweise wird hier in diese Löcher der Ballast eingehängt. Mein Ballast besteht in der Regel aus Schweißnadeln, aus Wickschweißnadeln. Die sind im Verhältnis relativ schwer. Also diese kleine hier wiegt schon um die 35 Gramm. Das heißt, 2 Stück sind 70 oder man nimmt die etwas dickeren und kann das schön variieren. So, wenn ich jetzt diesen Ballast hier in den Rumpf einschiebe, und das hier in das einhake, dann kann ich sehen, dass mein Seil sich nicht am Ballast verklemmen kann, weil meine Seilführung, mein Seil schön daran vorbeigeführt wird. Aber man sieht schon, was passiert. Mein Seil kann sich hier nicht mehr einfädeln, weil dieser Bowdenzug das verhindert. Das gleiche mache ich dann auf der anderen Seite nachher, natürlich fürs Höhenruder oder fürs Seitenruder, je nachdem, wie ich das einbaue. Und egal wie der Ballast jetzt ist hier, passiert da eigentlich nichts. Beim Werfen liegt der Ballast meist auf der Außenseite. Man könnte natürlich jetzt hier auf dem Ballast noch ein kleines Schaumgummipröpfchen machen und dann reinschieben, dann klappert der Ballast auch nicht mehr im Rumpf. So, das ist unser Ballast.